Ich teile ja Ihre Einschätzung, dass das ikonisch war. Mhm. Ja, es war ikonisch. Man hat genau das genommen, das man für sich beansprucht hat, den wahren Volkswillen gegen die gewählten Institutionen zu mobilisieren. Und dieses aus der Mitte einer Staatsregierung heraus, unter übrigens beifälligen Nicken von Markus Söder. Und das Ergebnis ist ein Prozess der Enthemmung, der dazu geführt hat, dass wir in Oberschwaben, in Oberfranken, Kreisverbände der Grünen keine Veranstaltung mehr machen können, dass Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten, das sind also ganz einfach Angestellte, bedroht werden, und zwar gewaltsam bedroht werden. Das ist das Ikonische, was da stattgefunden hat. Ja, es war ikonisch. Es war die Einleitung eines Prozesses zur Enthemmung des politischen Diskurses.